mal, 17, 17. Jetzt haben wir sogar hier schon die gleiche Planetenanzahl und dabei warten hier auf dem Ende eigentlich noch welche. Das heißt, wir sind 17, 17, 34 plus und 35, 35 Planeten, die wir haben. Leute, 35, das ist eine riesen Menge. Wenn wir irgendwann mal das auch in der Wirklichkeit schaffen, was wahrscheinlich viele von uns nicht miterleben werden, außer es wird einen technologischen Boom geben, dann sage ich den Leuten Gratulation, ihr habt es geschafft, ihr werdet wahrscheinlich eine sehr, sehr schöne Zeit erleben. Außer es wird vielleicht zu viel Fanatiker geben, oder dass die das halt eben behindern werden, oder die Menschheit wird zu ängstlich sein. Aber ansonsten, super. Ich glaube sogar, dass unsere Flottenanzahl hier gar nicht langt, was wir hier bauen. Mal schauen. Da haben wir gleich was. Oh, da haben wir auch mal gleich was fertig. Yay! Forschung auswählen. Ach, das ist alles in der Kackdinger hier. Schaden Kinetikwaffen. 5%, ja. Das Lindu hat im Terraforming Station. Oh, Terraforming Station. Terraforming. Ozeanwelt. Was? Wirklich mächtige Bewohnerfraktion. In ihrem Bereich gibt es. Oh. Oh, 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 oh. Das ging aber schnell auf einmal. Nee, wir büßen Monat. Okay. Ja, es müsste gleich, ja, geht wieder hoch. Ist alles wieder seinen Gang gegangen. Jetzt muss, wodurch gibt man dem Film noch mehr Einfluss? Einfluss steht für politische Macht und wird sehr variabel eingesetzt. Zum Beispiel zum Verfügen von Erlassen, zum Rekrutieren von Anführern, zum Bau von Grenzaußenposten und zum Umgang mit Fraktionen. Die Zugewinnsrate bleibt während des gesamten Spielverlaufs relativ konstant, kann aber durch Folgendes leicht beschleunigt werden. Verbesserung der Gebäude in der planetaren Hauptstadt auf die nächste Stufe. Deklarierung einer Reiche als Rivalen. Oh Gott, okay. Toll. Was haben wir hier gebaut jetzt? Forschungsstation, okay. Endlich. Gut. Hyperschilde, das. Wir machen Trefferpunkte allgemein der Schilde hoch. 90. Alter Verwalter. 90 Monate schon wieder. Das ist doch verrückt. Jetzt geht die Forschung echt in die ganzen. Ja gut, das kommt ja fast hin mit hier. 90 Monate. Ich hoffe, dass wir das fast zeitgleich erleben. Werden wir ja. Rivalen setzen, okay. Hm. Ein Bündnis. Planetaren Hauptstadt, ja, warte mal. Wenn wir jetzt hier gegen gucken sollen, tun, machen. Wo ist denn hier eigentlich die Hauptstadt? Also haben die auch hier irgendwo. Ich möchte gerne eigentlich zu der hin, zu der Person. Ist die nicht irgendwo Briefadresse? Hat die nicht irgendwo? Nee. Ja, und unser Hauptquartier haben wir schon ausgebaut. Das können wir ja nicht noch mehr ausbauen. Soweit ich weiß. Oberfläche. Aber wir können ja die Energiefaktor schon wieder erhöhen, sehe ich gerade. Das ist krass. Was? Also, okay. Er hat nur etwas gebraucht. Ja. 4. Ich bin aber danach geht sogar noch 5. 21k haben wir jetzt hier. Wir haben noch ein bisschen Platz. Wir haben auch hier
zurzeit echt noch viel Energie über. Warum auch immer. Wahrscheinlich müssen wir sogar eher mal anfangen, hier drüben auch ein bisschen uns zu verteidigen, indem wir Verteidigung bauen. Aber egal, wir haben jetzt 20 KW zusammen. Das hier stört mich noch sehr, weil wenn da wirklich das immer mehr ansteigt, dann müssen wir wirklich irgendwann jemanden zum Rivalen machen. Gut, wir können natürlich hier unten sagen, hier, ne, hier, guck mal, du bist ziemlich klein, hast aber ziemlich viele Freunde, das ist doof. Du hast auch ziemlich viele Freunde. Ich weiß ja nicht, ich will nicht jetzt lange suchen, wo die Freunde herkommen. Das sind alles freie Planeten, okay, da ist irgendwie nichts. Du bist im Krieg, Bündnis mit denen, wo sind die denn? Oh Gott. Ernsthaft? Oh Gott. Und das ist ja auch ein Riesen, ne? Guckt ihr die an. Guckt euch die hier an. Überlegen. Ebenbürtig, Flottenqualität überlegen, Technologiestufe überlegen. Ja, lecko mio, ey, wenn so viel wie die da haben, ist es auch kein Wunder, dass sie uns überlegen sind, die Arschgeigen. Aber wenn wir das erstmal gleich haben. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Rivalen. Zwei Rivalen wären gut. Dass die sich hier unten noch nicht so kaputt machen, denn das ist noch ein bisschen seltsam. Der ist auch riesengroß, das Ding. Guck dir mal. Oh, ey. Oh. Was bedeutet denn Rivalität an sich? Rivalen. Oh. Gott, jetzt sind die groß gegen die großen. Oh Gottes Willen. Oh Gottes, Gottes Willen. Was ist denn mit denen hier? Die sind sowieso im Krieg. Dann lass mal machen. Rivalität erklären. Rivalität, das verschlechtert eure Beziehung um 100. Jetzt Rivalen zu haben, wird uns monatlich plus 0,1 Einfluss geben und ihr könnt anderen Rivalen uns gegenüber freundlicher stimmen. Okay. Wenn ich jetzt hier sage, Rivalität erklären, 0,12? Okay, nehmen wir einen relativ großen, nehmen wir mal den hier. Gucken wir hier mal rein. Rivalität erklären, 0,33. Okay. Der hat nur ein Bündnis, aber der hat hier. Was ist das denn? Oberherr von. Bam, 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 bam. Okay. Aber gegen die alle ist er im Krieg. Der hat eine ebenbürtige Flottenstärke wie wir. Und ist gegen die alle im Krieg, das hat, wenn die alle zusammen auf eine Ecke hocken würden, würden die den auseinandernehmen. Das ist genauso wie hier, ebenbürtig, ne? Flottenstärke ist sogar unterlegen, ebenbürtig und überlegen, also theoretisch könnten die locker flockig einnehmen wahrscheinlich. Wenn die natürlich nicht. Die sind auch im Krieg. Sind auch ein Untertan von Basal von wem? Von dem. Was? Ist ja krass. Weil er hier eingenommen hat wahrscheinlich. Okay. Rivalen von. Aber wenn ich hier sagen würde, Rivalen von, dann wird er wahrscheinlich sogar unabhängig. Wo sind die denn? Unabhängig. Achso, was ist das? Rivalen von. Genau. Das sind die, ne? Hat eine Botschaft. Lächerlich. 0-0. Kroll, lasst uns im Geist des Friedens Rivalität erklären. Bestätigen. Ja. Minus 100. Ist auch in Ordnung. Die sind sowieso am Arsch. Ach, die sind ja ganz am Arsch der Welt, ey. Die putzigen Dinger da. So, und dann kann man hier wieder hingehen und dann sieht man, aha, das hat uns schon mal was gebracht. Ah, ja, das sind natürlich die Großen. Okay, nein. Das ist ein bisschen heftig auf jeden Fall, wenn wir... So. Ja, Bündnis mit. Genau. Das ist schon ganz schön krass. Nein. Das machen wir nicht.
Wie sieht es jetzt eigentlich mit den Idioten hier aus? 94 plus. Akzeptanz. Jährlich Grenzkonflikte 33. Ja, Grenzkonflikte, weißt du? Bam 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 bam. Ich sag ja, okay. Ach Gottchen, ach Gottchen. Oh, noch 2 Monate ist ja wieder was fertig. Oh, ich muss hier echt schon wieder reingucken, ne? Da, der geht hier ganz schön hoch, da. Wir könnten natürlich das Einzige, was wir jetzt mal machen könnten, wäre vielleicht auch mal die Abgaben, dass wir selber für sich mehr haben. Vielleicht bringt das was. Wir sagen, wir gehen auf 50% nur noch. Oh man. Komm, geh zu. Hier genauso auf 50 gehen. So. Vielleicht bringt das was. Vielleicht haben die dann mehr für sich und sind dann zufriedener. Ich weiß es nicht. Schaden, genetische Waffen, neue Forschung. Boah, hier ist ja auch nur so ein Quatschgedöns zurzeit drin, ne? Das nichts bringt, überhaupt nichts. Überhaupt nichts bringt, also lächerlich ist. Weg damit, so. Ich mag jetzt auch gleich nachgucken. Nein. Nein, 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 nein. Unser Schiff hat ja auch schon alles bebaut an Forschungssachen, was möglich ist. Na gut, wir könnten jetzt hier auch noch sich gerade Energie abbauen, aber pff, das ist uns eigentlich relativ egal gerade. Hier wird ja noch terraformed. Übersicht, Terraforming. Na ja, immerhin, ich glaube 3,6 waren das vorher, sind es noch 2,5, weil haben wir schon ein bisschen was weggeballert davon. Ja, ja, ja. Oh, 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 stopp, 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 stopp. Wir haben jetzt zu viel Schiffe. Das heißt, alles, was wir jetzt produzieren, ist negativ irgendwie. Raumhafen wird abgeschlossen. Hier, abgebrochen. Hier reingehen. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind hier... Kann er die nur anzeigen? Nee, irgendwie nicht. Kreuzer, Kreuzer, Zerstörer, Korvette. Hier, Korvette, 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 Korvette. Haben wir so viele Korvetten da reingebaut? Halbkur, Korvette unterstrich 1. Oh, hier. Auflösen. Wie viel Unterhalt haben die denn? 0,28, warte mal, okay. Auflösen. 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 Ach so, das ist auch Kalkor, alles Kalkor, Korvette. Kalkor, Kalkor. Da ist sie doch wieder. Warum ist denn gerade eben wieder woanders hingesprungen? Zustimmen. 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 Da ist... Das ist doch hier, warum springt er so bescheuert hier da? Zustimmen. 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 Da ist schon wieder gesprungen. Das ist doch. Warum? Da war doch noch mehr eigentlich, oder? Gut, gucken wir erstmal. Okay. Das hat auf jeden Fall gelangt. Wir müssen hier unten aber auch die Bau bisschen erstmal drosseln. Kreuzer, wie viel braucht der? 4. So. Den kann er auch zu Ende bauen, dann haben wir 24, 23, wahrscheinlich fast auch 24 bei... Das ist hier die Search, steht da gerade, ne? Mhm. Die wird erstmal wieder umgenannt in Second.